Moin moin und hallo zu einer neuen Folge zum Traumalphabet Orte und Zeiten von Mystery Facts. Es ist der erste Bericht dieser Rubrik in dem Jahr 2023. Mit höchster Wahrscheinlichkeit werden wir diese Reihe in diesem Jahr abschließen. Stellt sich nur die Frage, worauf wir jetzt noch warten. Viel Spaß beim Zuhören! Der Schlaf führt für manche von uns viele Traumbildnisse mit sich. Diese zu deuten und zu verstehen, kann eine knifflige Angelegenheit sein. Der heutige Buchstabe, das P, hat hierzu einige Begriffe, die wir mittels Deutung womöglich erklären können. Los geht's, Mystery Freaks. Der Planet. Hiervon können Personen träumen, welche einen besonderen Bezug zur Astrologie haben, wenn insbesondere von bekannten Planeten unseres Sonnensystems geträumt wird. Im Traum kann aber auch unspezifisch das Gefühl empfunden werden, einen fremden Planeten zu begutachten. In der Weltraumansicht kann hier auf die Neugier in der Gegenwart gesprochen werden, neue Welten, neue Umgebungen zu entdecken. Wenn man auf einen Planet als Person im Traum wandelt, ist es von Wichtigkeit, die Details zu erkennen und die Dynamik, welche sich in diesem Schauplatz abspielt. Der Palast. Ein weiteres Traumbild, was uns die innere Verfassung aufzeigt. Im Palast spiegelt sich Prunk, Freiheit, aber auch Größenwahn. Die Konflikte, welche an diesem Ort auftauchen können, verweisen auf unsere Ängste oder Hoffnung. Gewähren wir Einlass oder wird uns als Besucher Einlass gewährt? Wer ist Besucher? Wer der, der dem Palast sein Eigen nennen darf? Schauen wir in eine Gefühlswelt einer anderen Person oder in unsere eigene? Der Park. Gebändigte Natur, begehbare Wege, ansehnliche Flächen. Der Park zeigt uns die Wildheit, welche in das Korsett der Zivilisation gezwängt ist. Dies ist aber kein negatives Traumsymbol, zeigt es doch die Notwendigkeit der Ordnung, den Park zu pflegen. Dieser verbildlicht nämlich die Natur unseres Geistes. Wenn die Fauna und Flora in einem guten Zustand sind, trifft es auch auf unsere Verfassung zu. Bei Krankheit oder Verwahrlosung sollten wir in der Gegenwart hellhörig werden und nach Lösungen suchen. Das Parlament zeigt den inneren Drang nach sozialer Fähigkeit und Aufstiegswünsche. Das Haushalten mit seinen Kompetenzen, mit dem Zuspruch anderer was bewegen zu können. Der Zu- oder Widerspruch in diesem Traumbild gilt unserer eigenen inneren Stimme. Wie gut ist Ihre Kommunikation im Parlament? Können Sie andere Menschen für sich gewinnen? Kippt die Stimmung ins Negative, so läuft man Gefahr, bloßgestellt, verprellt zu werden. Die Reaktion da wiederauf stellt unsere Krisenbewältigung in der momentanen Gegenwart dar. Das Paradies. Ein Ort, welcher uns in gewisser Weise himmlisch und friedvoll erscheint, ist ein Symbol der Flucht vor einer Krisensituation. Hier wird der große Traum, welcher sich im Kopf manifestiert hat, wiedergespiegelt. Das kann bei jedem Träumer anders aussehen. Das Paradies ist im Traum etwas, wo nur Freunde, enge Verwandte des Träumers Eintritt erlangen. Die vorher prägnanten Probleme werden hierbei abgeschüttelt und weichen einer tiefen Entspannung. Hier ist weit und breit keinerlei Bedrohung in Sicht. Es sei denn, es kommt zu einer Erschütterung. Wie sieht dein Paradies aus? Das Polargebiet. Ein Traumort, welcher den Drang nach Distanz zu Menschenmengen der Zivilisation mimt. Hier vereinigen sich nun andere Traumsymbole vorangegangener Berichte der Traumdeutung.
Die ausstrahlende Lebensfeindlichkeit gilt unserer Ansicht, wie weit wir kompatibel sind mit den Mitmenschen unserer Umgebung. Im Polargebiet trifft man nicht auf diese, muss seine Person also nicht verbiegen oder unangenehme Interaktionen durchleben. Der Traumort möchte uns etwas über unsere Sehnsucht erzählen, nicht beobachtet, nicht von anderen verurteilt zu werden. Der Parkplatz symbolisiert neuzeitlich ein Traumort des Stresses, wird insbesondere von Menschen geträumt, welche in der Stadt leben. Eine täglich wiederkehrende Suche, welche Anspannung und schlechte Laune in uns hervorruft. Umso aggressiver sich die Stimmung anderer Autofahrer auf dem Parkplatz darstellt, desto missgelaunter ist unser Unterbewusstsein. Der Parkplatz öffnet insoweit auch das Gewaltpotenzial, entweder den des Träumenden oder von den anderer Personen, die im Traum auftauchen. Auch kann der Parkplatz damit einhergehen, dass man in stresserfüllter Stimmung sein eigenes Auto sucht und unter enormem Zeitdruck steht. Unterm Strich also ein durch und durch negativer Traumort. Die Pyramide. Ein mystischer Ort, welcher in vielerlei Hinsicht für Auferstehung steht. Die Pyramide ist zumeist das vom Träumer erdachte Objekt, welche die Verbindung zwischen Himmel und Erde oder anderen Elementen darstellt. Die Verbindung zu verschiedenen Ebenen wird hier bildlich dargestellt. Hier werden neue Gedanken, neue Ideen des Träumers erschaffen. Die Pyramide fungiert als Schlüsselsymbol, welches auf uns eine mystische Ausstrahlung hat. Der Inhalt der Pyramide kann im krassen Kontrast des Äußeren stehen, so berichten viele von Wohneinrichtungen und Aufzügen. Die Situationen, welche sich hierin abspielen, helfen uns auf die Sprünge, unsere Idee, unsere Gedanken in der Gegenwart zu ergreifen.